Hey meine lieben Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Mario Kart Wii Online. Wir fahren hier die Strecke Marios Piste von GameCube, also von Mario Kart Double Dash. 100 Kubik mit 11 Spielern, die alle nicht so wirklich viele Punkte haben. Also sind wir hier wieder gefordert, also nee, eher nicht gefordert. Wir formulieren es anders. An uns wird die Anforderung gestellt, dass wir hier eine hohe Platzierung belegen, weil wir viele Punkte haben und ansonsten keine Pluspunkte bekommen. So rum kann man es doch formulieren. Und ja, wie ihr seht, fahre ich mit Daisy und dem Machtbike. Eigentlich eine relativ nette Kombination, habe ich ja auch schon mal benutzt. Und wisst ihr was? Wie ich wohl gerade auf die Karte gucke, irgendwie sind hier immer zweimal die gleichen Spieler drin. Guck mal, hinten ist Toad. Und dann ist da noch Birdo und Baby Daisy. Das ist auch sehr interessant, dass hier zweimal praktisch die gleichen Spielerkombinationen sind. Und scheiße, ich dachte, ich treffe den hier noch, den Mario hier schön in seiner Fahrbahn praktisch. Ja, der hat mich aber auf jeden Fall getroffen. Aber das kann ich mit diesem Pilz hier einigermaßen wieder ausgleichen. So, und die Gewitterwolke wird nicht an mich abgegeben. Das könnt ihr euch mal schön abschminken. So, was ich aber an euch abgebe, ist diese Green Shell. Und jetzt sogar getroffen. Da hat Daisy haha gerufen. So, ich kann das sowieso nicht imitieren. Ich sollte die Imitation einfach lassen. So, und wuppa, schön hoch und weit geflogen. So, und wenn wir jetzt den Platz des ersten hier behalten, dann dürfen wir auch ein paar Pluspunkte bekommen. Und was ich ja immer so am gefährlichsten sehe hier auf dem ersten Platz, sind wirklich echt die Blue Shells. Also, wenn jetzt hier gleich jemand mit einem Stachelpanzer ankommt, dann ja, sieht das Ganze schon mal anders aus, weil dann sind wir schön wieder nach hinten geworfen. Oder wenn ein Blitz kommt, obwohl der Blitz jetzt meiner Meinung nach nicht so schlimm ist, weil wir einen mittleren Charakter haben. Das Machtbike beschleunigt eigentlich auch relativ gut. Wie gesagt, deswegen mag ich ja Medium-Charaktere eigentlich am meisten, weil man damit einfach eine gute Beschleunigung hat und nicht nur eine gute Endgeschwindigkeit, wie bei den schweren Charakteren. Weil bei schweren Charakteren, da hat man halt so eine miese Beschleunigung, aber eine sehr, sehr hohe Endgeschwindigkeit. Und bei Medium-Charakteren ist das da so mehr so ein Mischmasch oder so ein Mix. Und da wir Erster geworden sind, auch mit nicht zu wenig Abstand, dürfte das auch einiges an Pluspunkten geben. Und ich bin motiviert, weiterzuspielen und hatte auch in dieser Runde, würde ich sagen, nicht allzu viel Pech. Also Pech hatte ich in dieser Runde, glaube ich, gar nicht. Das ist eigentlich auch relativ gut. Weil in den letzten Folgen, da war das Pech einfach so groß, Leute. Und da bin ich auch mal froh, dass ich hier einfach wunderbar meine Runden drehen konnte, ohne irgendwie Pech zu haben. Das war sehr entspannt. So, das gibt dann auch 40 Pluspunkte für uns. Und ich würde sagen, das bauen wir doch einfach mal weiter aus. Nach Marios Piste kommt dann Luigis Piste. Jedoch die Wii-Version von Luigis Piste. Es gab auch keine Luigis Piste auf dem GameCube, aber ist ja auch egal. Wir fahren hier 100 Kubik und diese Strecke, Leute. Diese Strecke, ich habe es euch ja schon mal gesagt, die ist so dermaßen auf Glück ausgelegt. Letzten Endes entscheidet eh nur die letzte Runde. Und WTF, wieso bleibt denn die Peach da am Anfang stehen? Möchte die nicht fahren? Ich denke mal, die Peach da möchte nicht fahren. Dann gut. Wow. Scheiße. Jetzt war ich so irritiert davon, dass die Peach nicht fahren wollte. Da wollte ich gerade sagen, ja, ist ja ziemlich geil, weil dann haben wir schon mal einen Platz, den wir schon mal nicht verlieren können. Also wir können schon mal nicht letzter werden. Aber die Peach hat anscheinend jetzt das Spiel verlassen oder ist einfach so weg oder ist losgefahren oder was auch immer. Ah, Powerblock. Und ich habe geschüttelt, Leute. Ich habe geschüttelt, das könnt ihr mir glauben. Das könnt ihr mir wirklich glauben. Ich habe geschüttelt. Ja, und gegen den Bonbon konnte ich nichts machen. Aber ich kann euch versichern, ich habe geschüttelt. So, auf jeden Fall sind wir jetzt so Fünfter, ungefähr Mittelfeld. Und mit den, nein! Och, meine Güte, mit den Pilzen wollte ich gerade sagen, können wir ja vielleicht was erreichen. So. Und mit den, was? So, das wollte ich gerade sagen, das sehe ich ja nicht ein. Und wieso? Guck, das meine ich. Das ist einfach eine Lackerstrecke. Das ist einfach so auf Glück ausgelegt. So nach dem Motto, yo, jetzt kommen hier 30 Items und ja, wenn du vielleicht an einer günstigen Position getroffen wirst und dann noch gute Items rausbekommen kannst, dann wirst du vielleicht noch Erster. Oder dann belegst du eine gute Position. Ach komm, ey. Das kann's doch nicht sein, Leute. Ich sag ja, es kommt nur auf die letzte Runde an. Meine Güte. So, und jetzt will ich ein vernünftiges Item haben. Ja, danke. Danke. Das wird mir zwar nicht
den besten Platz einbringen, sondern den sechsten. Und damit werde ich auch viele Minuspunkte bekommen. Aber die Minuspunkte können sich hoffentlich in Grenzen halten. Ja, minus 125. Geile Sache. Die nächste Strecke, auf der wir fahren, ist Varios Goldmine. Wir fahren hier wieder 100 Kubik. 11 Spieler, hat sich nichts geändert. Und ja, jetzt muss ich einfach Erster werden. Ich habe ja eigentlich kaum eine andere Wahl, weil ansonsten werde ich hier einfach runtergeworfen. Ansonsten werde ich hier nicht mehr glücklich, weil ich kaum Pluspunkte bekomme. Nee, auf jeden Fall. Ich sag's euch, Leute, die Strecke von vorhin, also Luigis Piste, ist eine Strecke, die ist komplett auf Glück ausgelegt. Ich denke mal, da stimmt mir auch jeder zu. Und ich denke mal, jeder, der Mario Kart auch selber spielt, der wird das so in etwa wissen, dass da eigentlich fast nur das Glück entscheidend ist. So, und ihr Fledermäuse, wisst ihr was, ihr könnt mich mal. Ich booste mich einfach durch. Nein! Da, bei dieser Kurve, mit diesem Abschnitt, der hier runtergeht, mit dem habe ich immer Schwierigkeiten gehabt und habe es auch immer noch. Da soll ich nicht mit so viel Geschwindigkeit reingehen. So, auf jeden Fall schauen wir mal, wie das hier so auf Varios Goldmine aussieht, ob wir hier vielleicht ein paar Pluspunkte gut machen können. Weil wir sind eigentlich schon gezwungen, ja Erster zu werden, weil wir ansonsten keine Pluspunkte bekommen, weil wir hier der Spieler mit den meisten Punkten in der Lobby sind. Und deswegen mag ich solche Lobbys auch nicht. Die sind nicht wirklich so herausfordernd, weil ihr seht hier, der guckt da mit einem Kart rum. Ja gut, das Kart wirft mich zwar weg, aber ansonsten, der ist ja nicht wirklich im Vorteil hier mit... Ja, Scheiße. Sogar sein, der Blitz kam relativ gut, weil ich den Megapilz, den Maxipilz eingesetzt habe und dadurch groß wurde. Dadurch wurde ich dann wieder auf meine normale Größe zurückgeschrumpft. Das war eigentlich relativ praktisch. So, und jetzt? So, muss ich schauen, dass ich die Kurve hier unten nach unten bekommen habe. Habe ich auch gut bekommen. Es war zwar keine Kurve nach unten, sondern ein Abschnitt nach unten, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ja, wird mir hier die Anforderung ja direkt gestellt, dass ich Erster werde. Ansonsten kriege ich keine Pluspunkte. Und diese... ich habe die Abkürzung nicht genommen. Egal. Auf jeden Fall, diese Anforderung, die kann man einfach nicht gerecht werden, weil Mario Kart halt sehr auf Itemglück auch ausgelegt ist. Und man hier halt einfach, wie gesagt, Glück mit den Items braucht. So, ich werde hier auch mal ein paar Bananen legen. Ach, da ist er auch schön reingefahren. Wunderbar, Plan ging auf. Auf jeden Fall, ja, kann man da halt auch, selbst wenn man noch so gut ist, nicht immer Erster werden. Und deswegen fahre ich halt nicht gerne in der Lobby, wo ich derjenige mit den meisten Punkten bin. Weil man da unter so einen dermaßen großen Druck gestellt wird, auch in etwa. Und wenn dann so eine Strecke dran kommt, wo du eigentlich nur dermaßen viel Glück brauchst, dann, ja... Dann kannst du einfach auch schon fast sagen, du kriegst Minuspunkte. Oder du hast halt dermaßen großes Glück. Und dieses dermaßen große Glück, das habe ich nie gehabt und werde ich wahrscheinlich auch nie haben. So, auf jeden Fall habe ich jetzt hier auf Varios Goldmine, denke ich mal, wieder ein paar Pluspunkte gemacht. So, das habe ich auch wahrscheinlich fast nur der Blue Shell zu verdanken, die Mario getroffen hat. Denke ich mal. Oder hier die vielleicht ganz knapp an einem Kopf-an-Kopf-Rennen überholt oder mit einer Red Shell. Auf jeden Fall... Was auch immer, ich bin Erster geworden, worüber ich ziemlich froh bin und das dürfte mir vielleicht 40 Pluspunkte oder so geben, um den Dreh rum, aber auch nicht so viele. Und da fahre ich doch lieber in der Lobby, wo alle 9000 Punkte haben und wo ich dann auch mal vielleicht irgendwie Fünfter werden kann und die gleiche Anzahl an Pluspunkten bekomme und sogar noch eine Herausforderung habe und besser werden kann. Deswegen mag ich solche Lobbys viel, viel mehr. So, 48 Pluspunkte, wir nähern uns wieder den 8600 und vielleicht können wir ja im nächsten Rennen... im letzten Rennen dann auch die 8600 wieder erreichen. Wir fahren eine weitere Mario-Piste und zwar Marios Rennpiste von Nintendo 64, 100 Kubik, 10 Spieler und ich sag gleich, diese Strecke, habt ihr auch bemerkt, kann auch sehr vom Glück abhängen, aber muss nicht unbedingt und wie gesagt, gehört auch zu einer meiner Lieblingsstrecken und deswegen bin ich da einfach mal fest von überzeugt, dass wir dann hier auch dementsprechend gut abschneiden werden. Vor allen Dingen könnte ich jetzt auch dann mal den Trick mit der Röhre zeigen. Beziehungsweise, was heißt den Trick mit der Röhre? Die Abkürzung bei der Röhre könnte ich jetzt mal zeigen. So, das hat jetzt ein bisschen Speed gekostet, dadurch, dass wir dann auf dem Gras waren. Aber das passt schon. So, und jetzt könnte ich, wie gesagt, hier den Trick mit der Röhre zeigen. Und zwar einfach hier so ein bisschen schräg dran fahren. Zack, Stunt machen und den Boost mitnehmen. Gut, das hat mich jetzt irgendwie... letzten Endes mehr zurückgeworfen als irgendwie nach vorn gebracht, aber ihr habt jetzt den Trick gesehen und wenn man diesen mehr oder weniger Trick oder diesen kleinen Boost halt mitnimmt, dann kann man da schon ein wenig Zeit sparen. Man muss halt nur zusehen, dass der Trick oder dieser kleine Boost halt dann auch dementsprechend klappt. Und diese Warnung für die Blue Shell,
Die kam natürlich auch wieder sehr, sehr rechtzeitig an. Wow, wow, Fake-Itembox. Eieiei. Die wurde aber auch clever platziert. So, zack, zack, zack. Geht ein bisschen was nach hinten. Treffen wir auch ein paar Leute. Auf jeden Fall möchte ich jetzt eine Red Shell bekommen für den ersten. Ja, oder so halt. Oder ein Pilz zum Aufholen. So, ich kann es jetzt nochmal zeigen. Zack. So, und dann hat man einen kleinen Boost mitgenommen, der einem ziemlich viel hilft. Wow. Und das war super genial. Mit dem Pilz konnten wir noch über die Wiese oder über diesen Grasabschnitt. Und dank dem Powerblock konnten wir den ersten dann auch irgendwie überholen, weil der erste damit irgendwie nicht zurechtkam so richtig. Also der Powerblock kam mal wie gerufen. Dass sowas passiert, ist aber auch eigentlich mehr als selten. So, und dann würde ich sagen, halten wir jetzt einfach nur noch unsere Position. Ich hoffe einfach, dass keine Blue Shell kommt und auch kein Blitz oder dergleichen. Wieso spreche ich die Dinge überhaupt aus, beziehungsweise denke erst dran? Weil wenn ich dran denke, dann passiert sowas. So, ich werde jetzt auch hier keine Spielchen mit der Röhre machen hier oder sowas, sondern ich werde jetzt einfach nur ins Ziel fahren. Um mir die Pluspunkte zu sichern und um über die 8600 wiederzukommen. Also das war auch wieder ein actionreicher Part. Oder ein erlebnisreicher Part, würde ich eher sagen. So, Baby Peach, der ist auch im Ziel, ne? Wunderbar. Damit wäre das Rennen abgeschlossen. Wir erhalten 43 Pluspunkte und sind wieder über den 8600. Und an dieser Stelle würde ich mich einfach wie immer fürs Zusehen bedanken. Hoffe, dass euch diese Folge auch gefallen hat. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.